Bundesamt für Verfassungsschutz hat in seinem Jahresbericht eine neue Kategorie eingeführt, und zwar Delegitimierung des Staates. Wie macht man sich der Delegitimierung des Staates verdächtig? Indem man zum Beispiel die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des sogenannten Klimawandels bezweifelt, in Frage stellt. Denn dadurch untergräbt man das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Staates. Und der Staat, frei nach Habeck den Großen, macht ja keine Fehler. Das wissen wir inzwischen. Nachdem eine junge Schülerin, 16 Jahre alt, von der Polizei aus dem Unterricht geholt wurde, eine Gefährderansprache erhalten hat, weil sie ein Schlumpfvideo geteilt hat, das AfD-freundlich sein könnte und natürlich hier die Autorität des Staates angreift und hier durchgegriffen werden muss, da ist die Empörung auch in den Mainstream-Medien riesig. Allerdings ist die Empörung riesig über die Empörung der sogenannten Rechten. Natürlich nicht über den Direktor oder das Einschreiten der Polizei. Die Tagesschau vermeldet etwas Unerhörtes, beziehungsweise natürlich absolut Sinnvolles. Der Polizeibeauftragte sagt, eine AfD-Mitgliedschaft von Polizisten, das ist problematisch. Unbedingt zu verhindern, und da muss man durchgreifen. Auch Olaf Scholz feiert die Deindustrialisierung des Landes. CO2-Werte gehen zurück. Der Ausstoß, weniger Industrie in Deutschland. Hervorragend, der Umbau des Landes geht voran. Grandios. Vieles, was vorher liegen geblieben sei, so Olaf Scholz, greife man, packe man jetzt an. Und das wirke im Sinne einer Rezession, eines Niedergangs der Wirtschaft. Hervorragende Nachrichten, so Olaf Scholz, für unser Land. Es geht bergab. Herrlich. Der mecklenburgische Innenminister Christian Pegel hat absolutes Verständnis für die drei Polizisten, die das 16-jährige Mädchen aus dem Unterricht geholt haben, für eine Gefährderansprache aufgrund ihres TikTok-Videos, das Sympathien für die AfD vermuten ließ und daher eine ganz klare Staatsgefährdung dargestellt hat und absolut verhältnismäßig in den Augen des SPD-Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern.